Inflation gibt es weltweit. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Inflation? Ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung auf das Video habe ich mir ein paar Sachen zusammengeschrieben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen schockiert bin über die Preisentwicklung. Wir haben derzeit in Österreich eine Inflation von 7,6%. Das ist die größte Inflation seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja? Ab dem 1. Mai zahlt man in Österreich 50% mehr fürs Gas. Eine 20 Liter Gaskartusche vor meiner Reise nach Marokko 40 Dirham gekostet, also 4 Euro. Jetzt kostet es 50 Dirham, also ca. 5 Euro. Brot kostet ca. 5% mehr. Olivenöl, Sonnenblumenkernöl, das ist auch so ein Punkt. Es gibt hier keine Hamsterkäufe. Also es gibt auch in Marokko eine spürbare Veränderung an der Tanksäule. Wir haben in Marokko eine spürbare Inflation, sagt auch meine Frau und die Familie von meiner Frau und alle, auch die Verwandten hier, dass die Sachen teurer geworden sind, aber die Sachen sind milder teurer geworden als in Europa. Assalamu alaikum Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Channel. Amir, Moderator, ich begrüße euch recht herzlich zu einem luftig lockeren Real Talk Video zu einem verdammt wichtigen Thema. Ihr habt es schon in der Videobeschreibung gelesen, heute unterhalten wir uns über das Thema Inflation in Marokko, aber nicht nur über Inflation in Marokko, sondern ich möchte euch über die Preissteigerungen in Marokko informieren und sie im Vergleich zum europäischen Festland, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, in Beziehung setzen und dann mit euch gemeinsam herausfinden, ob das Leben in Marokko teurer geworden ist, weniger teurer oder sehr viel teurer als in Europa. Oder ob die echten Preistreiber sich in Deutschland, Österreich und Schweiz befinden. Ich würde sagen, wir gehen direkt los in das Video Inflation in Marokko im Vergleich zu Deutschland, Österreich und Schweiz. Doch bevor wir in dieses Video starten, würde es mich sehr freuen, wenn du diesem YouTube-Channel ein Abo dalässt. Weil so wachse ich, so kann ich mehr Menschen erreichen und sie über diese tolle Botschaft, über dieses tolle Land informieren und natürlich auch gemeinsam mit euch dann in Livestream und so weiter reagieren. Und wenn dir das Video sehr gefällt, lass ein Like da, dann weiß ich nämlich natürlich, ob es dir wirklich sehr gut gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in das Video rein. Inflation in Marokko. Bismillah. So, zuerst möchte ich in diesem Video mal kurz beginnen. Was ist Inflation? Warum gibt es Inflation? Welche Preistreiber gibt es? Und ich hoffe, ihr werdet in diesem Video ein paar Informationen erfahren, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt und die ich euch heute in diesem Video sagen möchte. Zu Beginn erstmal, was ist Inflation? Inflation ist einfach, dass ein gewisses Produkt über die Zeit teurer wird, mehr Geld kostet, okay? Dass die Kaufkraft abnimmt, okay? Und ich möchte euch mal gleich zu Beginn sagen, ich habe mir hier, bevor das Video begonnen hat, ja, habe ich mir bei so einem Stand Wasser gekauft. Erstmal würde ich euch gerne fragen, was glaubt ihr, kostet dieses 1,5 Liter Wasser? Es ist von Pepsi, also sozusagen ein Markenwasser. Ich trinke mal einen Schluck, weil wir haben jetzt schon nach Ramadan, wenn ich das Video aufnehme. Ich würde mich sehr gerne informieren, schreibt mal in die Kommentare, wie viel glaubt ihr, kostet 1,5 Liter aufbereitetes Tafelwasser in Marokko. Bis mehr. Also, ich löse mal kurz auf. Dieses Wasser hier von Aquafina, von Pepsi, hat 40 Cent gekostet. Also 4 Dirham. Ist eigentlich ein guter Preis. In Europa würde man zahlen für 1,5 Liter Wasser, so bei einem Stand vielleicht, weiß ich nicht, 1-2 Euro. Im Supermarkt natürlich günstiger. Aber da muss ich vielleicht auch schon gleich sagen, ich habe ein explizites Video gemacht, Preise in Marokko oder Geld in Marokko. Und da habe ich explizit darauf eingegangen, wie die Preise in Österreich und Deutschland sind. Was ist günstiger in Deutschland, was ist günstiger in Marokko? Das ist heute nicht Ziel des Videos. Ich möchte euch heute einfach nur darüber informieren, was in Marokko teurer geworden ist. Und dann möchte ich darüber reden, was ist in Österreich, Deutschland, Schweiz teurer geworden. Weil ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung auf das Video habe ich mir ein paar Sachen zusammengeschrieben. Muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen schockiert bin über die Preisentwicklung. Aber darüber später mehr. Beginnen wir mal mit den ganz einfachen Sachen. Ist das Leben in Marokko teurer geworden in den letzten Monaten als vielleicht noch voriges Jahr? Und die Antwort ist ganz einfach. Ja, es ist teurer geworden. Die Produkte, die Nahrungsmittel und so weiter, die kosten mehr. Importe kosten mehr. Energie kostet mehr. Das ist aber normal. Also das ist nicht etwas, was weltfremd ist. Das ist ein weltweites Phänomen. Inflation gibt es weltweit. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Inflation? Und das hat mich echt schockiert. Ich gehe gleich mit der Kuh ins Haus, ja. Also ich haue mal richtig die Bombe raus.
Wir haben derzeit in Österreich eine Inflation von 7,6%. Das heißt, die Produkte in Österreich wurden um 7,6% teurer als letztes Jahr. Das ist die größte Inflation seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja? In Deutschland ist es ein bisschen weniger, ist bei 6,8. Und ich habe mir jetzt die prognostizierte Inflation für das zweite Halbjahr, also für das erste Halbjahr 2022 in Marokko, habe mich informiert. Und hier beträgt die Inflation 4,1%. Also das heißt auch, in Marokko sind die Preise auch teurer geworden, im Durchschnitt. Ich möchte mich aber jetzt ein bisschen mit euch unterhalten, was im Expliziten teurer geworden ist, und beginne da vielleicht mal ganz genau bei dem Thema Energie. Und wenn wir uns über Energie unterhalten, muss man eigentlich sagen, dass das Energielevel natürlich unterschiedlich ist. Deutschland, Österreich hat einen anderen Energiekonsum. Es wird mehr Gas verbraucht, mehr Öl verbraucht in den Ländern pro Person als hier. Es wird mehr geheizt zum Beispiel und so weiter. Was aber die Wahrheit ist, ist auch, dass die Inflation in Marokko, sagen wir sich ehrlich, im Bereich der Energie, marginal um 5-10% erhöht hat. Das hört sich auch nach viel an. Ist auch höher als die normale Durchschnittsinflation von 4%. Aber ein reales Beispiel. Eine 20 Liter Gaskartusche, ja, wo 20 Liter Flüssiggas oder Gas in verflüssigter Form drin ist, hat vor meiner Reise nach Marokko 40 Dirham gekostet, also 4 Euro. Jetzt kostet es 50 Dirham, also ca. 5 Euro. Das heißt, wir haben eine Gaspreiserhöhung für den Verbraucher um 20%. Ein Fünftel, circa. Wenn wir uns jetzt die Gaspreise in Österreich anschauen, habe ich gesehen, dass die Wien Energie beispielsweise, der Wiener, dieses Privatunternehmen, was teilweise in der staatlichen Hand ist in Österreich, 50% den Gaspreis angehoben hat in diesem Monat, im Mai. Ab dem 1. Mai zahlt man in Österreich 50% mehr fürs Gas. Und das habe auch ich spüren müssen. Ich habe eine Wohnung in Wien und da habe ich einen privaten Anschluss an Gas. Ja? Und da habe ich eine Vorauszahlung bekommen von 73 Euro. Normalerweise zahle ich in Wien für Gas im Monat 8 Euro. Ich musste 73 Euro für einen Monat Gas zahlen. In Marokko zahlst du für einen Monat Gas 5 oder 6 Euro. Das heißt, es gab eine Erhöhung in Österreich und in Deutschland und in der Schweiz bezüglich dem Gas. Aber in Marokko gab es die auch. Aber in Marokko ist die Inflation milderer. Sie ist milde im Gegensatz zu Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und ja, viele werfen mir vor, du tust immer Europa mit Marokko vergleichen. Ja, soll ich Marokko mit Tunesien vergleichen, wo ich nie war? Soll ich mit Marokko mit Ägypten vergleichen, wo ich das letzte Mal vor 20 Jahren war? Also ich vergleiche natürlich Marokko mit Österreich, Deutschland und der Schweiz, weil wir, die Zuschauer in Österreich und Schweiz und Deutschland, wohnen. Es hilft euch ja mehr, wenn ich die Sachen vergleiche, wie es mit dem echten Leben ist in Deutschland. Ja? Deswegen tue ich das auch. Okay? Und deswegen tue ich auch die Preise vergleichen. Und natürlich gibt es Unterschiede. Ja? Also das heißt, wir haben in Marokko eine spürbare Inflation, sagt auch meine Frau und die Familie von meiner Frau und alle, auch die Verwandten hier, dass die Sachen teurer geworden sind, aber die Sachen sind milder teurer geworden als in Europa. Das heißt, die Energie, insbesondere im Gas, ist sehr viel teurer geworden in Österreich oder in Deutschland. Ja? Wenn wir jetzt über Strom unterhalten, eine der weiteren großen Energiequellen hier auch in Marokko, es gibt ja überall hier Stromanschluss, ja? Da wurden die Preise von Strom gar nicht erhöht. Da frage ich mich, wie kann es sein, dass in Österreich oder in Deutschland oder in der Schweiz bis zu 50% mehr für Energie gezahlt wird, insbesondere im Gas, aber auch im Strom. Auch Strom wurde super teurer. Und in Marokko noch gar nicht erhöht, beziehungsweise die Inflation dann nach und nach kommt. Wie ist das möglich? Es wird Strom in Österreich produziert, es wird Strom in Marokko produziert. Warum zahlt man in Österreich oder in Deutschland 50% oder 30% oder 40% mehr für den Strom? Und hier noch gar nicht mehr. Wie ist das möglich? Und vor allem, was mich interessiert jetzt im Speziellen an Österreich, wir haben doch gar keinen Atomstrom oder Strom aus Gasanlagen. Unser Strom ist Wasserkraft.
Wir haben den Großglockner, die größten Berge mit Schmelzwasser. Wenn das Wasser runterfließt, tut das Turbinen anstoßen. Warum wird der Strom in Österreich teuer, wenn wir Wasserkraft haben? Kann mir das mal kurz jemand erklären? Also für alle Österreicher, die das hier jetzt sehen, das Video, warum wurde unser Strom teurer? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, dass weltweit eine hohe Nachfrage herrscht und nach der Corona-Krise alles ein bisschen höher wird, aber warum wird es in Österreich 50% teurer? Das verstehe ich bis heute nicht. Ja. Also nochmal zusammengefasst, wenn wir uns über den Energiesektor unterhalten, ja, es wurde teurer. Ich werde dann auch noch darauf eingehen, welche Auswirkungen das hat, dass einzelne Energieanbieter teurer wurden, weil das hat auch Auswirkungen auf das ganz normale Leben außerhalb von der Benutzung von der Energie. Aber zusätzlich muss man sagen, dass die Inflation einfach viel milderer ist. Und natürlich trifft es Menschen hier auch hart. Ich weiß das, ja. Also das ist nicht etwas, was ich nicht kenne. Die Menschen hier müssen auch viel fürs Gas zahlen. Aber sie müssen weniger mehr zahlen als in Österreich. Wenn wir uns gleich, wenn wir gleich über das Thema Gas und welche außerhalb von Gas und Energie, also außerhalb vom Haushalt, jetzt auch noch preislich erhöht wurden, sind aufgrund der hohen Treibstoffpreise und Gaspreise, sind, ich habe es schon erwähnt, die Treibstoffpreise. Als ich das erste Mal hier war, das war Juni 2021, da hat Diesel gekostet 1,10 oder sagen wir so 11 Dirham, 10, 11 Dirham, also das sind ca. 1 Euro, 1,10 oder so. Ja. Und normales Benzin war bei ca. 12 Dirham, der Liter, okay? Das sind so ca. 11,50, circa, ja. Also früher, vor ca. einem Dreivierteljahr, hat Energie, also Benzin hier gekostet, sagen wir 1,10 und Diesel 1 Euro. Und jetzt, was denkt ihr, was das kostet? Was denkt ihr, kostet Diesel jetzt? In Deutschland haben wir auch Erhöhungen gehabt. Werde ich auch gleich drauf kommen. Das ist auch so krass. In Marokko hat es vor einem Dreivierteljahr 1 Euro kostet, beziehungsweise 1,10. Was kostet es jetzt? Diesel kostet jetzt ca. 1,30, Benzin ca. 1,40, plus minus 5%. Das heißt eine Erhöhung von ca. 20, 25, 30%. Das ist für die meisten Menschen hier wirklich sehr, sehr viel Geld. Das Diesel wurde um 30% teurer. Benzin wurde um ca. 25% teurer. Ist natürlich eine schlimme Sache. Trifft viele Berufstätige sehr, weil Benzin grundsätzlich schon ein teureres Produkt ist. Ich meine, rechnet es euch um. Ja? 1 Euro für Benzin hier und in Österreich zahlt man, hat man früher zahlt 1,60. Also das ist im Verhältnis zur Wirtschaftskraft natürlich sehr viel Geld. Aber jetzt kommt der springende Punkt, liebe Zuschauer. Bei Allah, Benzin hat Diesel hat gekostet 2,40 Euro in Deutschland. 2,30 Euro, 2,20 Euro. Bruder, wenn der Dieselpreis in Deutschland unter 2 Euro war, das war Eid, Festgebet für Deutschland. Früher, also vor einem Dreivierteljahr, wie viel hat der Benzinpreis gekostet in Deutschland? 1,10, 1,20, 1,30. Plötzlich Verdopplung des Benzinpreises, des Dieselpreises. Obwohl man immer gesagt hat, Diesel ist günstiger. Ich kann mir nicht erklären, wie es sein kann, dass in Deutschland und vor allem auch in Österreich die Benzin- und Treibstoffpreise sich verdoppelt haben, also 200%, nicht? Also 100% Erhöhung, 200% total. Das ist dreimal so viel wie die Teuerungsrate im Benzinbereich, im Dieselbereich in Marokko. Das heißt, es ist sehr viel mehr teurer geworden als in Marokko. Das hat folgende Auswirkungen. Beispielsweise werden jetzt die Taxifahrten etwas teurer. Man zahlt für dieselbe Strecke ein bisschen mehr jetzt. Ja, es geht gerade heftiger Wind. Ich hoffe, ihr hört es trotzdem gut. Ich habe zwei Mikrofone an. Einmal dieses Richtmikrofon und einmal das Lavalier. Muss dann schauen, welches besser passt. Es wurde mehr als dreimal so teuer in Deutschland. Und das tut mir auch für Deutschland leid. Ich meine, wie kommt ein deutscher Autofahrer dazu, dass er jetzt dreimal so viel zahlt? Ist für mich unerklärlich. Ist wirklich sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Und ja, wie wirkt sich das in Marokko aus, ganz konkret? Man muss zahlen fürs Taxi beispielsweise, weil wir fahren nur Taxi, ich habe jetzt kein eigenes Auto. Man zahlt jetzt immer circa 10-15% mehr für eine Taxifahrt als früher. Das heißt, früher, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Schwiegermutter gefahren bin mit dem Taxi, habe ich zahlt. Früher habe ich 2 Euro zahlt, weil es auf einer anderen Stadtstrecke ist, jetzt zahle ich 2,20. In der Nacht ein bisschen mehr.
Was noch immer günstig ist natürlich, weil ich habe in dem Video Geld in Marokko, habe ich darüber geredet, dass die Taxifahrten günstig sind. Aber das ist halt eine klassische Teuerung. Es wurde teuer, aber wie gesagt, es wurde milder teuer. Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten großen Kapitel, nämlich zu den Nahrungsmitteln. Wie hat sich die Preisentwicklung, die Inflation in den Nahrungsmitteln ausgewirkt? Grundsätzlich, wenn wir uns über das Nahrungsmittelthema unterhalten, ist das immer eine unterschiedliche Wahrnehmung. Weil die meisten Marokkaner gehen nicht dort einkaufen, wo ich einkaufen gehe, nämlich nicht in Supermärkte. In den Supermärkten kaufen definitiv nicht die meisten Marokkaner an, weil es gibt ja hier nur 3 Supermärkte. In dem Sinne, wie wir die Supermärkte kennen. Lidl, Hofer, Spar und so weiter. Okay? Das gibt es in Marokko grundsätzlich nicht. Es gibt in Marokko meistens die Märkte und so kleine Ein-Mann-Shops. Und da muss ich sagen, sind die Preise nicht sehr gestiegen. Brot, Chubs, kostet ca. 5% mehr. Ja? Wasser, so das hier zum Beispiel, kostet auch so 5-10% mehr. Was auch viel Geld ist, für arme Menschen ist das auch viel Geld. Aber es ist keine 50% Teuerung. Öl beispielsweise. Olivenöl, Sonnenblumenkernöl, kalt gepresst, hat 15% Teuerung. Man denkt so, 15% teurer, subhanallah. In Deutschland kannst du gar kein Sonnenblumenkern mehr einkaufen. Hamsterkäufe. Das ist auch so ein Punkt. Es gibt hier keine Hamsterkäufe. Ich habe noch nie einen Supermarkt gesehen, der nichts hatte. Die Supermärkte haben immer alles. Und auch die kleineren Geschäfte, diese Märkte, die haben auch alles. Die haben alle Waren. Das heißt, bei den Lebensmittelpreisen im Supermarkt sind die Sachen etwas teurer geworden. 15% so circa teurer geworden. Jetzt Getränke und so Importwaren noch ein bisschen mehr. Aber es gibt erstens immer genug Lebensmittel. Es gibt immer genug Lebensmittel in Supermärkten und am normalen Markt. Und die Preise im Supermarkt sind um 10-15% teurer geworden. Zum Beispiel Red Bull, konkretes Beispiel Red Bull. Das trinkt meine Frau halt gern, habe ich sie gekauft. 16 Dirham kostet ein Red Bull vor der Krise. Jetzt kostet es 18 Dirham. Circa 1,80, was sowieso schon ein kranker Preis ist. Habe ich aber in dem Video Geld in Marokko drüber geredet. Das heißt, im Supermarkt etwas mehr und an den Märkten etwas weniger. Und an den Märkten, ich sage ehrlich, die Kartoffeln, die haben denselben Preis wie vor einem Jahr. 5 Dirham das Kilo. 50 Cent das Kilo Kartoffeln. Hat sich nichts geändert. Zitronen, selber drehen. Orangen, 1 Kilo Orangen, 50 Cent. Selber Preis. Hat sich nicht erhöht. Datteln, selber Preis. Oliven, ein bisschen erhöht. 1-2 Dirham pro Kilo. Das heißt, es gibt eine Inflation, aber bei Allah, sie ist sehr viel milder. Und vor allem, es gibt keine Lebensmittelknappheit in Marokko. Es geht einem das Geld nicht aus. Es geht einem das Essen nicht aus. Was auch noch etwas teurer geworden ist, sind Milchprodukte hier in Marokko. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Milch jetzt auch schon fast auf dem Euro... Ich habe ja damals erzählt, Milch kostet ca. 15% weniger als in Österreich. Es stimmt nicht mehr. Es kostet schon fast so viel wie in Europa. Ja? So um die 1,10 circa. Was auch noch etwas teurer geworden ist, sind auch Wurst- und Fleischwaren. Ich habe eingekauft Viande Hachée vor der Krise, jetzt vor der großen Inflationskrise für ca. 6 Euro, zahle jetzt ca. 6,50, 6,80 pro Kilo Viande Hachée, also Hackfleisch vom Rind, halal, alhamdulillah. Also kostet auch so ca. 5-8% mehr. Das heißt, in Summe muss man einfach sagen, dass die Lebensmittel außerhalb vom Supermarkt leicht gestiegen sind, bis gar nicht. Also es gibt auch viele Produkte, die gar nicht teurer geworden sind. Das Wasser zum Beispiel, das hat immer 40 Cent gekostet. Das wurde gar nicht teurer. Warum auch? Warum sollte Wasser teurer werden? Die Herstellung ist immer dieselbe. Deswegen weiß ich auch nicht, warum manche Sachen in Österreich so auf einmal verdoppelt sind. Oder? Manche Sachen sind einfach normal da. Aber die anderen Preise, wie zum Beispiel Importwaren, die es dann meistens im Supermarkt gibt, weil am Markt, weißt du, wenn du am Markt einkaufst, wenn du zum Beispiel so Gemüse einkaufst, das Gemüse wird nicht importiert. Ja? Du kriegst die meisten Gemüsesachen hier. Obst ein bisschen, so Bananen wird ein bisschen importiert, Kiwi wird ein bisschen importiert, Erdbeeren wird ein bisschen importiert, aber werden auch hier hergestellt. Aber Orangen werden nicht importiert, die sind auch deswegen nicht teurer geworden. Absolut selber Preis. Und so zieht sich es mit allen Informationen, allen Produkten. Alles, was in Marokko hergestellt wird, wurde kaum bis gar nicht teurer. Alles, was importiert wurde, wurde spürbar teurer, aber im Vergleich zu Europa milde. Das ist sozusagen die Kernessenz, die ich euch kommunizieren will.
jetzt andere Produkte, zum Beispiel Kleidungsstücke, der Kleidung an sich, die wurde auch gar nicht teurer. Schuhe kosten dasselbe, T-Shirts kosten dasselbe, Socken kosten dasselbe, Unterhemden kosten dasselbe, gar nicht teurer. Also von der Inflation sind zum Beispiel Kleidung, Technik, Strom gar nicht betroffen. Ja. Mieten kann ich jetzt nicht sagen, wie sich die Inflation bei den Mieten ausgeändert hat. Wird aber wahrscheinlich auch sein, dass das etwas erhöht wurde. Aber die größten Preistreiber in Marokko sind definitiv Benzin, was sich auch um 30% erhöht hat, Importe und Gas, aber auch das ein Bruchteil von dem, was in Europa stattfindet. Das heißt, in Summe kann man sagen, ja, die Preise in Marokko für Lebensmittel, vor allem für Lebensmittel, sind spürbar, haben sich die erhöht. Aber die Inflation ist milder als die, die wir in Europa kennen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Angst, weißt du, wenn ich jetzt zurückkomme und ich schaue, zum Beispiel ein Liter Öl kostet 4 Euro in Österreich. Ein Liter Sonnenblumenöl, 4 Euro. Ich kann mich erinnern, das hat 1 Euro gekostet, noch vor 2-3 Jahren. Das ist einfach krank. Es gab bei uns in Österreich diese Spar-Budget. Kann ich mich noch genau erinnern. 2 Liter Öl für Pommes frites habe ich gekauft, habe 2,50 Euro gezahlt. Wie komme ich jetzt dazu, 8 Euro zu zahlen? Ist für mich unerklärlich, warum Öl so teuer geworden ist. Und vor allem, warum das hier der gleiche Preis ist. Ich meine, wenn die Weltwirtschaft so eng miteinander verflochten ist, warum wurde es dann in Österreich und Deutschland so krank teuer? Ich meine, Öl für 2 Euro? Das war mal normal. Jetzt kostet das 4. Benzin kostet über 2 Euro. Gab es lange Monate, wo Benzin 2 Euro kostet. Ist für mich unerklärlich. Vielleicht noch etwas, was mich sehr überrascht hat, neben den, dass Sachen teurer geworden sind hier. Hotels und Transport, das heißt Flüge, sind nicht teurer geworden. Haben noch exakt denselben Preis. Und das ist für mich auch ehrlich. Das sind, schau mal, für mich ist Inflation in Marokko ehrlich. Gas, ja, Gas wurde teurer. Energie, Treibstoff, ja, wurde teurer. Aber dass die jetzt auf einmal die Hotelpreise erhöhen, warum? Was wurde am Hotel teurer? Nichts. Das Hotel wird nicht mit Gas geheizt. Die haben Warmwasserboiler, das wird auch mit Strom geheizt. Ja. Klimaanlagen, Strom. Keiner verwendet Klimaanlagen mit Gas. Ja. Benzin, natürlich. Benzin-Taxifahrten etwas teurer, deswegen spürt man es auch. Ich zahle jetzt auch circa im Monat 5 bis 10 Euro mehr im Monat für Taxifahrten. Aber ja, was willst du machen? Ich stelle mal dir die Frage, du ein Auto hast, der jede Woche 50, 80, 100 Euro tankt. Wenn du ein Pendler bist, hast du wirklich schlechte Karten. Sei mal sich ehrlich, wenn du ein Pendler bist, hat man schlechte Karten. Ich frage dich mal als Pendler, was würdest du sagen, wenn ich zu dir jetzt sage, ich zahle im Monat 5 Euro mehr für Mobilität? Du würdest Meldezettel, Antrag hier ausstellen, würdest du hier wohnen, oder? Ich kenne Pendler in Österreich, sie zahlen 250 Euro mehr im Monat für die Arbeit. Um zur Arbeit zu kommen. Ich habe mal bei Spiegel TV eine Reportage gesehen, Leute gehen in Kurzarbeit wegen Benzin. Ich habe Leute gesehen, die machen Krankenstand wegen der Inflation, weil sie Pendler sind, weil sie 50, 80 Kilometer zur Arbeit fahren, jeden Tag. Die gehen Krankenstand, die sagen, Benzin ist zu hoch, ich gehe Krankenstand. Das ist hier unvorstellbar. Deswegen, in a nutshell, ja, das Leben wurde teurer. Auf einzelne Produkte bin ich angegangen. Mobilität ist etwas teurer geworden, Gas ist etwas teurer geworden, Importe sind deutlich teurer geworden, aber im Verhältnis zu Europa, wo wir eine Inflationsrate haben von Gas 50%, Strom 50%, Öl 100%, zusätzlich dazu gibt es manchmal Lebensmittelknappheit in Österreich oder in Deutschland, was mich auch extrem annervt. Warum muss man jetzt schau mal, was ich nicht verstehe ist, wenn Öl 400% teurer geworden ist oder 300% teurer geworden ist. Warum tust du es horten? Was bringt dir das? Verkaufst du das auf eBay Kleinanzeigen, die Ölflaschen? Du hast Sonnenblumenöl 2 Euro, ich tausche es gegen ein iPhone Pro. Also manches Verhalten hier in Europa kann ich nicht nachvollziehen. Deswegen, die Zeit, wo ich hier gelebt habe oder lebe, ja, ist auch bald vorbei. Ich werde hier nicht ewig leben, voraussichtlich. Vielleicht erzähle ich diesbezüglich noch über ein Video drüber. Auswandern nach Marokko kommt vielleicht noch. Hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr das Video sehen wollt. Also wie gesagt, es ist teurer geworden. Nicht alles, aber vieles, aber nicht sehr viel.
In dem Sinne, danke fürs Zuschalten. Wenn du noch mehr Informationen hören willst über dieses Thema Inflation in Marokko oder was das Leben kostet, du kannst mir jederzeit einen Kommentar schreiben. Ich lese alle Kommentare. Und jetzt, wo ich ein bisschen länger in Marokko bin, werde ich inshallah auch alle Kommentare auch beantworten, weil es hat sich aufgestaut. Ich habe sicher 50 oder 100 Kommentare gar nicht beantwortet. Da komme ich aber noch. Ich werde mir ein paar Stunden nehmen, dann durch die Kommentare schön beantworten für euch. Hinterlasst mir einen Kommentar von 1 bis 10, wie euch das Video gefallen hat. Schlechtes Video 1, gutes Video 10, Informationsgehalt und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick schaffen, wie das Leben hier ist, wie die Preise sind und was man in Zukunft für Geld hier ausgeben kann. Ich würde sagen, danke fürs Zuschalten. Abonniert den Channel. Liked das Video, kommentiert und schaut bei der Amazon Wishlist nach. Das sind einige Produkte, die ich für meine Arbeit brauche. Bis dahin, Barakallahu fikum, ich liebe euch für Allah. Genießt die Zeit, bis zum nächsten Mal. Euer Army-Moderator, Salam Aleikum und tschüss. Nur du bist mein Helfer. Blick ich zurück, wird alles um mich herum hier kälter. Ich weiß, ich muss mich ändern und wer, wenn nicht du? Hut mich hier raus, mein Herr, der mich ruft. One God Life.